Jo Leute, was geht? Freunde, heute gibt es wieder ein weiteres Shredder-Video und zwar heute XXL Dunkler Pac-Man versus Fuß. Ja genau Leute, wir werden schauen, wer wird es gewinnen? Wird es ein Fuß oder wird es Pac-Man? Oder kommt Sonic noch dazwischen? Wir schauen nämlich rein. Real-Life Monster Pac-Man Shredding Machine versus Sonic. Aber auf dem Thumbnail sieht man Fuß. Also, wir werden auf jeden Fall gespannt sein. Deswegen, lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr mehr von Shredder sehen wollt. Und schreibt mir jetzt in die Kommentare, bevor ihr das Video schaut, wer diesen Kampf gewinnen wird. Wird Pac-Man gewinnen? Ihr wisst, bei einem der Videos hat Pac-Man verloren. Also, es wird spannend. Deswegen schauen wir bei dem Kanal von Geuser vorbei. Let's go mit dem Video. Okay, da haben wir diesen dunklen Pac-Man, allerdings als normale Kugel und das ist das Intro. Er frisst ihn auf und dann passiert die Transformation. Der Shredder wird sich jetzt verwandeln in... Ja, meine Damen und Herren, hier haben wir den besten Effekt ever. Seitdem ist es rund um die Avengers und um Marvel sehr still geworden, weil die ganzen Leute, die für die Effekte zuständig sind, die waren an diesem Video beteiligt. Und deswegen sehen die Special Effects auch bei Marvel mittlerweile sehr, sehr schlecht aus. Und hier sind sie hineingeflossen. Das sah echt aus. Und der Shredder ist aktiv. Und Junge, wie gefährlich der aussieht. Das Coole ist, schaut mal diese kleinen Easter Eggs. Ne? Pac-Man hat ja hier so rotes Auge. Da sind noch die Augen, sind eigentliche Pac-Mans. Und hier sind ein paar rote Zacken an den gelben Zähnen. Okay, und die Musik geht auch ab. Und das Krasse ist, der hat sogar noch ein Licht. Also der ist noch von innen beleuchtet mit dem Mund. Okay, die Pappe frisst der Shredder ganz einfach. Keine Chance der Pappe. Oh mein Gott! Oh mein Gott, ich bin gerade geschockt. Oh mein Gott, das ist halt wirklich... Das ist ein Gummifuß, ne? Ja, ist ein Gummifuß, ne? Das ist nicht echt, Leute. Das ist ein Gummi. Der würde doch nie im Leben so dumm sein, oder? Nie. Wow, Moment mal kurz. Moment mal kurz. Ach, ich bin komplett verwirrt. Was habe ich da gerade gesehen? Aber ja, der Shredder ist natürlich auch mobil und er kann auch sich bewegen. Okay, oh, was ist das? Ist das ein Straßenschild oder ist es so eine Art Abdeckung? Vielleicht so eine Sicherheitsabdeckung? Styropor. Styropor gegen Pac-Man. Und zack, er frisst es auf. Was war das? Das war Styropor. Das hier ist ein Spielzeug-Katana, oder? Ist es das, damit man so trainiert? Das ist wie bei Switch Sports. Kennt ihr Switch Sports? Da gibt es auch diese Schwerter. Wie hieß das nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwie. Das ist aus so Schaumstoff. Und das Ding ist easy. Coca-Cola! Fanta! Oh, was fehlt? Was fehlt nach Coca-Cola? Fanta? Sprite? Wir sind in Lidl. Niemand hat dir zu sagen. Ja. Niemand hat dir zu sagen. Das gibt's ja nicht. Das schauen wir uns noch mal an. Coca-Cola? Fanta? Coca-Cola? Fanta? Warum nochmal Coca-Cola? Warum hat er keine Sprite? Sprite, es fehlt die Sprite. Wo ist die Sprite? Ihr müsst es doch in die Kommentare schreiben. Wo ist die Sprite? Wo ist denn der Sprite? Es fehlt Sprit. Das ist es doch. Wenn er den Sprite trinkt, hat er Sprit. Sprit ist der Sprite vom Pac-Man. Aber er hat schon krasse Beschädigungen. Oh. Okay, die sehen ein bisschen sass aus. Aber ja. Ich mag die Teile nicht. Sind so Luftrohre, oder? Ja, oder die werden auch für Wasserleitung, glaube ich, benutzt, ne? Und da wobbeln sie hin. Aber man muss sagen, er filmt mit einer GoPro und dem Licht. Und hier im Inneren ist das Styropor schon ein bisschen beschädigt. Wir werden also sehen, wird dieser Pac-Man überleben? Oder wird er nicht überleben? Wo ist der Endgegner?
Sonic. Oder der Fuß. Der Fuß. Oh, jetzt hat er nochmal Coca-Cola, 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 Coca-Cola. Coca-Cola, 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 Coca-Cola. Junge, könnt ihr das fünfmal hintereinander sagen, ohne dass sich das anders anhört? Coca-Cola. Junge. Coca-Cola. Junge, das Ding kann nur eine Cola auf einmal nehmen. Was ist denn das? Coca-Cola. Junge. Ich krieg gleich einen Kollaps. Ich krieg gleich einen. Es ist so unfassbar unsatisfying. Es ist so unangenehm, wenn das Ding nicht an einem Stück ohne Probleme gezogen wird. Irgendwas macht es mit einem, oder? Es macht was mit einem, wenn das Ding aufgezogen wird und es dann wieder abtrennt. Das fühlt sich nicht cool an. Das fühlt sich einfach nicht cool an, dieses Feeling. Die Cola nimmt er und dann lässt es liegen. Coca-Cola. Junge. Beim vorletzten sogar. Komm, die beiden muss er aber aus eigener Kraft schaffen. Coca-Cola. Oh, Coca-Cola. Das war die letzte. Boah, war das eine Geburt. Das war eine Geburt. Dinosaurier. Immer die Ballons. Gefährlich, die Ballons haben eine ernstzunehmende Chance, ihn zu besiegen aufgrund der Größe. Aber nicht dieser Ballon. Vielleicht gibt es ja einen anderen Kontrahenten. Hagiwagi! Wir haben einfach Ballon-Hagiwagi. Okay. Von welcher Seite aus geht er rein? Von der Fuß... Von der Fußer-Seite, Marisa. Von der Fußer. Von der Fußer, Marisa. Mache deine Fußer raus aus diesem Mund. Oh mein Gott. Die haben geupgradet. Der dunkle Pac-Man hat einen viel stabileren Mund. Viel größer als die anderen. Viel stabiler. Der ist nämlich mit so Plastikklemmen geschützt. Alter, jetzt kommt Sonic. Hier kommt Sonic. Komm, dazu müssen wir jetzt die passende Musik einfügen. Passende Musik. Sonic wird gejagt von Pac-Man. Aber Sonic ist schneller. Oder nicht? Oh no! Oh no! Oh oh. Oh. Alter! Das sah ja. Wie sah das denn aus? Junge, das sah aus, als wäre der geplatzt! Oh no! Oh no! Junge! Das müssen wir uns in Frame für Frame angucken, Leute. Ab hier. Achtung, es baut sich Druck auf. Bam! Und hier kommt der Moment, Leute. Hier explodiert der. Bam! Von einem einen auf den nächsten Frame explodiert der einfach. Krass. Oh no. Oh no. Er macht's einfach puff. Aber so richtig smooth. Sonic hatte keine Chance. Sonic war ein zu harter Gegner. Marisa, kann er wieder so einmal wiederholen mit dem Sonic? Nein, können wir nicht. Können wir nicht. Leute, wir haben einen Sieger. Und dieser Sieger heißt Dunkler Pac-Man. Dieser Shredder war so stark, dass er am Ende des Videos, wie ihr hier sehen könnt, er ist makellos. Aber das mit dem Fuß habe ich nicht verstanden, mit der Fußer. Ist das ein echter Fuß? Ist das ein... Ich zeig's jetzt nicht. Ist das ein echter? Ja, es ist schon krass. Das Ding ist, es ist fast nicht kaputt gegangen. Hier, es ist überall gestützt. Es ist richtig gut verarbeitet. Gut, hier unten ist ein bisschen kaputt. Aber der Shredder hat krass gehalten. Der Pac-Man hat gewonnen. Leute, ich würde dann sagen, das war's von diesem kleinen kurzen Video. Was sagt ihr zu meiner neuen Uhr? Mal keine Rolex. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Lasst einen Daumen nach oben da für den nächsten Part und schaut gerne bei Geuser vorbei für die nächsten Videos. Haut rein, Leute, Adizukus raus und ciao.